Wir haben länger nicht mehr bei Skis reingeguckt. Das meistgehasste Meme der Welt. Boah, Leute, wenn es um Memes geht, dann werde ich aber ganz hellhörig, ne? Dann spitzen sich meine Lauscherchen auch unter den Kopfhörern. Wupp, so direkt wie bei Pino. Wuff, da gehen wir rein. Womit verbindet ihr eure Kindheit? Zocken mit meinem Bruder. Hauptsächlich irgendwelche alten Games aus den 90ern. Cartoon-Serien aus den 2000ern. Disneys große Pause. Fillmore, Super RTL. RTL 2, die ganzen Anime. Dragon Ball, Ranma 1,5, Digimon, Pokémon. Und Fußballspielen. Ja, und Klavierunterricht. War's das? Kicken auf dem... Oh ja. Bolzplatz, die ersten Yu-Gi-Oh!-Duelle auf... Digga, er bringt's auf den Punkt. ...dem Schulhof oder die 6 Stunden Absitzen des Matheunterrichts bei Frau Müller... Nö, Mathe fand ich immer cool. ...weil sich deine bisher 3 entwickelten Gehirnzellen nur nach einer Sache sehnten. Ich glaube, der erste Rechner, den wir hatten, den mein Papa damals gekauft hat, an den kann ich mich nicht mehr erinnern, da war ich zu jung. Es war schon Windows. Meine Eltern sind ja aus Kasachstan nach Deutschland ausgewandert, deswegen hier alles vor Windows und so, das hatten sie noch nicht. Aber das war dann Windows 3.1 hieß das, glaube ich. Der erste, an den ich mich erinnern kann, hatte Windows 95 und der erste, wo ich dann noch wirklich so ein bisschen mit ran durfte, war Windows 98 dann. Seien wir mal ehrlich, ich glaube, es geht allen Millennials genauso aus meiner Generation. Seid ehrlich, ich spreche jetzt alle an, die so zwischen 25 und 40 Jahre alt sind. Seid ehrlich, Windows XP war schon das Beste, was der Menschheit passieren konnte, oder? Windows XP war schon so das Kindheits-Windows, Bruder. Mit dem Windows Movie Player, wo du den Player an dich angepasst hast, da hattest du diesen komischen grünen Kopf da. Oder hier dieses Raumschiff und diese Wolke. Nee, das war Winamp. Das war Winamp. Und dann hattest du diese Audiovisualisierungen im Media Player und du hast Musik gehört und zur Musik... gab es diese LSD-Dinger. Junge, Kindheit. Dann hast du Paint angeschmissen und hast den hier gemacht, Bruder. Eins in den Chat, wer den hier gemacht hat. Der nämlich. Eins in den Chat, wer den gemacht hat, Bruder. Ah, das dann auch immer passiert? Das war der wichtigste Modus, Bruder. Ah ja, da sind sie. Oh Junge, Nostalgie Overload. Okay, wo ist jetzt das schlechteste Meme oder das meistgehasste Meme der Welt? Die Jahrtausendwende war wild. Und ich hatte schon als kleiner Knirps immer das Bedürfnis, irgendwas Kreatives zu machen. Und habe deshalb damit angefangen, ein Buch über Vögel zu schreiben. Danke, dass Sie dieses Buch gekauft haben. Diesen Vogel kennt wohl jeder. Nein? Ein Papagei. Danke, dass Sie dieses Buch gekauft haben. Hier sehen Sie ein Straußenei, wo gerade erst ein Straußenbaby rausgeklettert ist. Und ich verarsche euch jetzt nicht, ich habe das hier nicht extra nur fürs Video gemalt. Auch wenn meine Paint-Skills wahrscheinlich heute nicht sonderlich besser sind als damals. Tatsächlich habe ich dieses Schmuckstück hier auf einer alten Festplatte gefunden. Entstanden am 16. September 2001. Was genau? Boah, was ist denn die älteste Datei, die ich auf meinem Rechner habe? Das könnte hier im Ordner mit Familienbildern liegen. Schaffe ich vor 2007? 2003. 4. November 2003. Der Matti und der Tobi. Legendenbild. Ich glaube, das ist die älteste Datei, die ich auf meinem Rechner habe. Diese Jawline, oder? Finde ich noch was Älteres als 2003? Ich glaube nicht. Ich glaube, von davor habe ich nichts. Genau in meiner Birne los war, sowas hier zu verursachen. Keine Ahnung. Jeder hat den 11. September anders verarbeitet. So dark wie der Hintergrund gerade. Nun ist Paint vielleicht nicht der beste Ort, um ein Buch zu schreiben. So wie die eiserne Jungfrau vielleicht nicht der beste Ort ist, um einen Powernap zu halten. Ja, ein absolut plausibler Vergleich. Doch glücklicherweise bot Microsoft speziell für diesen Fall ja eine hauseigene Lösung an. Nämlich Microsoft Word. Bruder, Word auf Windows XP, Junge. Ihr müsst das so sehen. Ich hatte damals noch keinen Internetzugang, ja? Tobi und ich, wir waren klein. So, wir haben uns einen Rechner geteilt. Boah, ich hol aus. Storytime mit Matti, seid ihr bereit? Die Quintessenz ist Microsoft Word. Und ich denke, es geht in diesem Video um diese Drecksbüroklammer. Aber, ganz kurze Backstory. Mein kleiner Bruder Tobi, der ist zu dem Zeitpunkt 10 oder 11 Jahre alt gewesen, war bei einem Tag der offenen Tür für die weiterführende Schule. Und dort hat er dann bei so einer Groschenkirmes etwas gewonnen. Und zwar so eine Plastikpistole. Da machst du so einen Ball rein und schießt dann
so auf so Plastikkegel und dann haust du die so um. Bam. Und diese Pistole war sein allerliebstes Spielzeug. Das fand er am allerbesten. Ich kam von der Schule nach Hause, hab ihn gesehen, wie er damit gespielt hat. Und natürlich als großer Bruder sagst du dir so, darf ich auch mal? Und Tobi war so, nee. Und ich so, bitte. Und dann war Tobi so, na gut. Und dann hat er mir die gegeben. Und ich natürlich, großer Bruder, ganz wichtig, ich schieß nicht auf diese Kegel, sondern ich schieß halt auf Tobi, ne? Drücke ihm diese Pistole an den Kopf und schieße. Und dabei mache ich sie kaputt. Ich habe seine Billo in China für 3 Cent von irgendeinem unschuldigen kleinen Kind produzierte Plastikpistole kaputt gemacht. Und wir haben beide geweint. Sag's nicht, Mama, sag's nicht, Mama. Der Modus war bei mir aktiv, erstmal, aber dann habe ich einfach realisiert, krass, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Und dann habe ich Tobi einen Entschuldigungsbrief geschrieben. Und wie sich das gehört für ein wahres Kind der 90er und frühen 2000er, habe ich diesen Entschuldigungsbrief geschrieben bei Microsoft Word. Und weil wir einen Rechner hatten, habe ich bei Word diese Entschuldigung geschrieben und habe dann die Word-Datei auf den Desktop abgelegt, sodass wenn Tobi dann an den PC geht, dass er das sieht. Einen auf diesen wollte ich machen. Irgendwie so lieber Tobi habe ich das genannt. Naja, und wenn du Double-Click da drauf gemacht hast und dieses lieber Tobi.doc geöffnet hast, dann war da so drin, hey Tobi, das tut mir so leid, ich würde alles geben, um das wieder gut zu machen. Und das Ding ist, jetzt warum ich das euch sage, pass auf, ich habe kein Internet damals gehabt, aber bei Microsoft Word gab es früher die Möglichkeit, Clipart-Bilder einzufügen. Das heißt, auf diese Weise konnte ich Bilder in meinen Entschuldigungsbrief einfügen, ohne Internetzugang. Und habe halt geguckt, was gibt es denn da so bei diesen Clipart-Bildern, um auszudrücken, wie sehr es mir leid tut. Und ich habe so gescrollt und gescrollt und was fand ich? Richtig, einen Schulbus, so einen gelben USA-Schulbus. Und dann habe ich so geschrieben, es tut mir so leid, dass ich deine Pistole kaputt gemacht habe. Wenn es das wieder gut machen würde, dass mich dieser Bus hier überfährt, Bus eingefügt, dann würde ich's machen. Irgendwann hat Tobi mir verziehen. Und das Ding ist, vor 2 Jahren wollte ich ein bedeutsames Geburtstagsgeschenk für Tobi machen. Ich glaube, vor 2 Jahren war sein 25. Ich wollte ihm zum 25. diese Pistole schenken. Ich habe die im Internet nämlich gefunden. Man konnte die irgendwo in China, irgendwie AliExpress oder so, konntest du dir so 10 Stück als Bundle, konntest du kaufen für 20 Euro oder so. Und dann habe ich das wirklich bestellt. Seid ehrlich, wäre schon das beste Geschenk ever gewesen, oder? Ich wurde gescammt, es kam nie an. Kann irgendwer Protokoll führen darüber, wie oft ich gescammt wurde? Ihr könnt den Punkt hinzufügen. China hat mich gescammt. Diese Pistole kam nie an. Das Ding ist, ich habe Tobi diese Story neulich überhaupt erst erzählt. Er wusste das ja gar nicht. Er war so voll gerührt und meinte, boah, hättest du mir das geschenkt? Ich hätte geheult. So, also Microsoft Word, beste zu der Zeit. Auf Windows XP, Microsoft Office, was war das denn? Word 2003 hatten wir, glaube ich, damals. Oder 2005? Ich glaube 2003. Beste, Bruder, mit diesen Cliparts. Beste. Und so machte sich mein minderjähriges Spatzenhirn gleich mal an die Arbeit, für die unzähligen und erwartungsvollen Leser einen neuen Bestseller und Nachfolger des Vogelbuchs zu schreiben. Eine Geschichte über Dracula. Oh, warte. Ich habe auch angefangen, Buch zu schreiben. Wartet, vielleicht ist die Datei sogar älter als 2003. Ich habe es gefunden, aber es ist 2008. Verdammt. Latimeria. Oha! Wisst ihr was? Ich zeig euch das jetzt. 2008, da war ich 14, okay? Mit 14 Jahren habe ich das hier geschrieben. Latimeria. Vorwort. Die Geschichte, die ich zu erzählen habe, ist nichts für fantasielose Menschen. Außer meinen leichtgläubigen Bekannten und meiner Familie wird mir keiner glauben. Kinder unter 12 Jahren sollten die Finger von dieser Story lassen. Sie handelt von dem Leben vor dem Leben und dem Leben nach dem Leben. Die Fakten beruhen auf Tatsachen und sind echt. Ich bin Matthew Parker, Fotograf. Einst beherrschen 3 Galaxien unser Universum. Andromeda, Magnitudo und die Milchstraße. Diese 3 Sternsysteme führten seit Milliarden von Jahren einen intergalaktischen Sternenkrieg. Dieser Krieg wurde aus einem Grund geführt. Es konnte sich nicht geeinigt werden, wie unser Universum entstanden ist. In ihrem Krieg nutzten sie verschiedene Systeme, Superwaffen mit ungeheurer Auswirkung auf das Raumzeitkontinuum. Hä, das ist kein deutscher Satz. Sie erzeugten Supernoven und schwarze Löcher. Ist der Plural von Supernova Supernoven? In Andromeda herrschten 42 verschiedene Lebensformen über die 3000 Planeten, unter ihnen 5 führende Arten, die den anderen 37 Arten überlegen waren. Die Präklaria, die Demetia, das Volk der Inopia, die großen Sävia und ganz oben an der Spitze die Restaria. Das Ding ist, ich kann mich noch dran erinnern, diese Wörter haben alle Sinn ergeben. Ich habe mich, glaube ich, an irgendwelchen Tiefseelebewesen orientiert. Latimeria, was war das denn noch? War das irgendein Fisch oder sowas? Ja, genau. Latimeria, das ist der Quastenflosser. Genau. Den kennt ihr auch safe.
safe, das ist dieser hässliche Kollege hier. Kennt ihr den? Der Kollege ist das. Das sind Latimeria. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich an den orientiert. Aber warum? Oh, das hatte voll Sinn ergeben. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber das hatte voll Sinn ergeben. So, und er hat über Dracula geschrieben, ja? Man fragt mich einfach nicht. Lieber Leser. So wie bei mir die Glaxin. In diesem Buch geht es um eine... Was ist das denn für ein... Okay, es geht um die Drecksbüroklammer. Eine Scheiße. Anscheinend möchten Sie einen Brief schreiben. Brauchen Sie Hilfe? Was aussah wie das neue Motiv für einen peinlichen Sticker auf der Rückseite eines Golfs, war in Wahrheit so etwas wie der erste digitale Assistent mit künstlicher Intelligenz. Das ChatGPT der 2000er. Und mein bester Freund, von dem meine Eltern nie geglaubt haben, dass er existiert. Clippy. Wenn man heute von... Digga, diese Drecksbüroklammer war so nervig, Alter. Und Clippy spricht, auf Deutsch hieß der kleine Racker übrigens Karl Klammer, dann gibt es nur zwei Lager. Karl Klammer, Bruder, so ein Dreckiger. Die, die in Clippy einen alten Vertrauten und die vergangenen Tage einer... Oh mein Gott, Skis, mach doch nicht diesen. Was war das denn jetzt für Nostalgie-Overload? Tamagotchi. Clippy einen alten... Digga, mein erster MP3-Player hatte 256 Megabyte Speicher. Da haben 72 Lieder draufgepasst. Bruder, ich habe die gleichen 72 Lieder rauf und runter gehört und ich war glücklich. Ein Vertrauten. Junge, diese Drecks-Furbies, die waren so gruselig. Ich hatte den in schwarz. Ich auch, Maus. Ich hatte den auch in schwarz. Ja, so ein Klapp-Handy hatte ich nicht, so ein Motorola. Ich hatte aber irgendwann so ein Schiebehandy. Das war auch cool. Die vergangenen ICQ, Bruder. Tage einer besten... Ja gut, Eminem habe ich nicht gehört. Ich war eher so der Rocker. Aber in der Zeit Linkin Park, Bruder. Zerren Zeit sehen. Und die... Die diesen kleinen, gottverdammten Hurensohn die Metallkehle durchschneiden wollen. Ja. Warum haben die Leute Clippy so gehasst? Es gibt nichts Nostalgisches an Clippy. Wo auch immer Clippy steckt. Ich hoffe, er ist alleine. Unglücklich. Und hat Schmerzen. Nostalgisch wegen Clippy zu sein, ist wie nostalgisch wegen Hitler zu sein. Fick diesen kleinen Diktator. Hat dieser Mann gerade Clippy mit Adolf fucking Hitler verglichen? Dabei hat dieses kleine Liebenswert... Ganz kurz, was ist das für ein Text-to-Speech? Das hatte ich euch, glaube ich, mal gefragt, als ich das erste Mal auf Jules reagiert habe. Den benutzt Jules ja auch. Das ist voll cool, ich will den auch benutzen. Wie heißt das? Das Stück Metall eigentlich nur die nobelsten Intentionen gehabt. Wann immer du Word geöffnet hast, um eine Hausarbeit, ein Kochrezept oder ein Buch über Vögel zu schreiben, grüßte dich Clippy fröhlich und hatte gut gemeinte Ratschläge bezüglich Rechtschreibung, Tastenkürzel oder Finanztipps. Vielleicht war das mit dem Lambo doch nicht so eine geile Idee. Tja, das wäre nicht zu einem so großen Problem geworden. Oh Junge, genau das, genau das. Oh Bruder, Skis, mach doch nicht diesen, mein Herz. Worden, wenn man die Übersicht über seine Finanzen behalten hätte. Aber da gibt's ja mit Finanzguru eine gute Lösung. Mit der Finanz... Nein, was ein gottloser Übergang. Really? Meine nostalgischen Gefühle nutzt du für ein Placement? Finanzguru-App kannst du nämlich all deine Konten verbinden. Also zum Beispiel, ich bin enttäuscht, dein Girokonto, auf gar keinen Fall dein Ubisoft-Konto, Kreditkarten oder auch Kryptobörsen. Und hast so immer einen Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben. Und das Ganze auch noch schön sortiert in verschiedenen Ausgaben. Ja, dieses ganze Video vor dem Greenscreen, ne? Ich feiere es extrem. Also diesen Videostil, das ist actually das, was ich früher immer machen wollte. Deswegen habe ich mir damals Greenscreen gekauft, weil ich mich einfach in alles rein editieren wollte und so die Dinge erklären wollte. Aber ihr seht halt, wie meme-mäßig das ist. Das kannst du halt machen, so auf lustig, aber du kannst halt nichts Ernstes auf diese Weise machen, weißt du? Wenn du also Finanzguru Plus mal testen möchtest, dann solltest du jetzt auf jeden Fall mal den Link in der... Ihr wisst Bescheid, wenn ich jetzt, wann dann? ...der Videobeschreibung abchecken. Doch trotz Clippys, durchaus gut gemeinten Intentionen, gab es ein extrem großes Problem. Er war ein gottverdammter hyperaktiver Klugscheißer. Jedes dritte Wort triggerte Clippy, der irgendwo aus dem letzten Eck, in das du ihn geschoben hattest, plötzlich wieder aufploppte und sich sicher war. Du hast hier einen Rechtschreibfehler gemacht. Willst du nicht lieber speichern, wenn du wieder lieber speichern wollte? Doch am nervigsten, dreckigsten wurde Clippy immer dann, wenn du einfach gar nichts getan hast. Du liest dir gerade deine frisch geschriebene Word. Seite noch mal in Ruhe durch. Klopf, klopf, Mutterficker, bist du noch da? Hey, ihr! Ihr seid endlich wach! Ihr habt nämlich euer Word-Dokument noch nicht gespeichert. Clip. Dreckiger. Wie
will entertained werden und fängt an, alle in seinen Binärcode eingebrannten Animationen abzuspielen, bis du endlich wieder reagierst. Eclippy war für Word-Nutzer sowas, was Matt für Gothic-Spieler war. Ein nerviger NPC, dessen gesamte Existenz darauf basierte, dir auf die Eier zu gehen. Nur, dass die Leute nicht mehr danach gegoogelt haben, wie man Matt am besten los wird, sondern wie bringe ich Karl Klammer um, ohne dass Microsoft meine verfickte Windows-Lizenz deaktiviert? Und Clippy wurde nicht nur von den meisten Nutzern gehasst, sondern sogar von Microsoft selbst. Firmenintern wurde er TFC getauft. Eine Abkürzung für The Fucking Clown. Tatsächlich griff das Unternehmen von Big Daddy Gates während der Entwicklung von Clippy sogar auf einen Sozialpsychologen zurück und präsentierte die Büroklammer mit Aufmerksamkeitsdefizit sogar einer Fokusgruppe. Und deren Urteil lautete: Clippy ist verdammt creepy. Und das vor allem aufgrund seiner lüsternen Augen, du. Das ist ein Video, von dem ich nicht gewusst habe, dass ich es gebraucht habe, ne? Das fällt unter diese Kategorie. Gottverdammter Triebtäter. Und tatsächlich entwickelte sich aus all dem Hass gegenüber einer Büroklammer mit Wackelaugen das, was man als eines der ersten, wenn nicht sogar das erste virale Meme des Internets nennen kann. Clippy nervte die Leute so sehr, dass sie bereits vor über 20 Jahren Animationen und Kurzfilme über ihn erstellten. Oder im Junge. Das ist, glaube ich, auch so etwas. Junge Menschen, die jetzt so 13, 14 ist, die werden das einfach nicht nachvollziehen können, dieses Gefühl. Das kann man nicht nachempfinden. Das muss man erlebt haben, wisst ihr? Im Büroklammer Cosplay auf die Straße ging, um seine nervtötende Art von der digitalen in die echte Welt zu bringen. Und nicht nur, dass Clippy es sogar in eine Episode von Family Guy schaffen sollte. Ja. Go away, you paperclip! No one likes you! Es wurden ganze Erotikgeschichten. Christy Ackerlund braucht keine Hilfe mit irgendwas. Ein Alien-Artefakt? Wie viel kostet die? Kostenlos mit Kindle Unlimited oder für 2,93 Euro kaufen. Was sagt ihr Leute, 2,93 Euro? Wenn du das vorliest. Über die lüsterne Büroklammer verfasst. Ich habe die Fähigkeit zu lesen noch nie so sehr bereut wie jetzt. Der Teil mit dem Burger war eine absolute Katastrophe. Aber ich konnte einfach nicht aufhören zu lesen. Wie viele Teile wurden hiervon geschrieben, verdammt? Microsoft versuchte zu retten, was zu retten ist. Stimmt, Stream Deck fragen. Okay, das Stream Deck entscheidet nach Zufallsprinzip. Oh, magisches Stream Deck, soll ich mir das kaufen? Ja. Das sagt auch noch ein Ja. Soll ich das im Stream vorlesen? Ja. Das ist einfach Schicksal. Noch nie war das Stream Deck so eindeutig, Bruder. Wie erklärst du das, Roxy? Hä, sie liest die weiblichen Charaktere und ich die männlichen, oder? Es bestand zwar die Möglichkeit, Clippy auszuschalten oder ihm ein alternatives Aussehen zu verpassen, doch der wütende Mob forderte, Clippy muss sterben. Das Ganze ging so weit, dass der Erfinder von Clippy, aka der Dr. Frankenstein der 90er, sich so sehr für sein Monstrum schämte, dass er ihn trotz seines A-Promi-Status nicht einmal in seinem Portfolio erwähnte. Oh, der Arme. Everywhere you turn, I mean, people just hated that paperclip. They wanted to turn him off. There's no way to turn him off. And I would never include Clippy in my portfolio, because I was so embarrassed of him. Und so, oh Mann, der Arme. Oh, das ist schon traurig. So entschied Microsoft sich 2007, Clippy aus allen neuen Office-Versionen zu entfernen. War schon ein schwieriger Satz, ja. Doch Clippys bitteres Ende ist wie so oft bezeichnend für unsere Gesellschaft. Aus dem einstigen Hass auf eine 3D-animierte Büroklammer, die eigentlich nur unser Bestes wollte, wuchs plötzlich ein nostalgischer Wunsch nach seiner Rückkehr. Wie so oft wissen wir etwas erst zu schätzen, nachdem es verschwunden ist. Wie einst das Passwort meiner verschlüsselten Festplatte. Und so wurden Clippy plötzlich im Laufe der Zeit ganze Steam-Gruppen, Petitionen oder auch Subreddits gewidmet, in denen die Kultisten der Büroklammer
gemeinsam trauern konnten. Auf gar keinen Fall, Bruder. Wurde getötet und soll auch schön tot bleiben, Bruder. Bis Microsoft selbst im Juli 2021 folgenden Tweet postete. Wenn dieser Beitrag 20.000 Likes erhält, ersetzen wir das Büro-Klammer-Emoji in Microsoft Teams. Durch Clippy! Bitte nicht. Microsoft rief und Rohan wird antworten. Über 156.000 Idioten, die damals nicht gelebt haben. Irgendwelche 13-jährigen Kinder, Bruder. 50.000 Nutzer erhoben ihre Stimme und kämpften für das Vermächtnis von Clippy. Bringt meinen Jungen zurück! Die Legende verdient es. Dieses Mal ist es Clippy, der unsere Unterstützung benötigt. Freiheit für Clippy! Fuck, das wäre so heiß. Hilfe? Das fand selbst die KI-Stimme weird vorzulesen. Habt ihr das gemerkt? Hört mal, wie die KI-Stimme am Stottern war. Das wäre so heiß. Und so lebt ein Teil von Clippy nun seit Ende 2021 in Microsoft Teams weiter. Liebe Abonnenten, die abschließende Frage bleibt nun also nur... Möchten Sie einen Brief schreiben? So, das Video ist jetzt fertig, aber hier könnt ihr noch eins gucken. Ah, stark. Schönes Video, Skis. Sehr, sehr, sehr schönes Video. Das hätte ich nicht erwartet, dass dieses Video so eine krasse Nostalgie auslösen würde bei mir. Aber ich schwelge in Kindheitserinnerungen. Dankeschön dafür, Skis. Und hier geht es direkt weiter zur Geschichte des Rickroll-Memes. Selbst Rick Astley trollt heute noch damit herum. Und wie das Ganze entstanden ist und welche Auswirkungen es hatte, das erfahrt ihr in dem Video hier. Also klickt da gerne rein.